Hallo, willkommen zurück auf dem VG Mob Channel. Ich bin Brian und ich spiele nach wie vor Octopath Traveler. Eben habe ich mir quasi Cyrus angeeignet oder Cyrus hat sich uns angeeignet? Man weiß es nicht so genau. Ich habe Tressa angefangen, aber habe jetzt hier in dieser netten Stadt Cyrus getroffen und er hat uns seine Geschichte erzählt. Wir haben die Geschichte erlebt und jetzt sind wir aber quasi in seinem Prolog drin. Und was wir jetzt tun, ist effektiv gesehen, wir gehen jetzt mit Cyrus los und ich speichere nochmal eben vorher. Und ihr seht 2 Stunden 28. Ich habe nur noch eine halbe Stunde. Das bedeutet auch leider, dass das hier quasi die letzte Episode ist von diesem Run. Aber nun ja, wir sind in der Study hier, das geheime Labor von dem Culprit, den Cyrus ausgemacht hat in der letzten Episode. Denn es wurde ein Buch gestohlen, ein Buch, was ihm sehr viel bedeutet. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir dieses Buch wiedererlangen. Und wir haben ein paar sehr interessante Deduktionen gemacht. Und, oh! Okay, aus irgendeinem Grund wissen wir jetzt schon, dass es, dass dieser Ice Sentinel, ja, Ice Sentinel, weak gegen Schwerter oder Dolche. Ich kann es leider gerade nicht ganz ausmachen. Ich probiere trotzdem mal auch ein Speer aus und habe Glück. Ich gehe auch zeitgleich noch mit dem Stab von Cyrus drauf und habe noch eine Weakness entdeckt. Schönes Ding. Wir haben Fireball und Icewind. Ich gehe mal mit Fireball drauf, nur mal um zu gucken, was passiert. Und siehe da, ja, noch eine Weakness entdeckt. Ich teste auch den Wind. Das ist nicht die letzte Weakness. Unser Gegner ist dran. Wir kriegen ein bisschen Eis ab. Das tut weh. Ich nutze einfach mal die Weakness schamlos aus und piekse diesen Gegner zu Tode. Jo, tatsächlich. Und beide leveln. Sehr schön. Kiste. Ja, finde ich gut. Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können und machen weiter, erforschen diese Höhle und geraten in einen weiteren Kampf. Und es ist wieder ein Ice Sentinel, was mich insofern. Aha, ich glaube, ich begreife, was los ist. Cyrus scheint mit seinen Kräften die Fähigkeit zu haben, quasi ja, Schwächen auszumachen. Also ein Fragezeichen quasi wegzumachen von den Fragezeichen, die unter dem Gegner so stehen. Und wir kriegen ein bisschen was ab. Ich breake. Und wir benutzen einfach mal den Fireball nochmal. Boing. Und weg. Ach, schön. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Ich will natürlich versuchen, möglichst schnell durchzukommen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch ein bisschen was anderes vom Spiel sehen können. Ein Herb of Light. Ja, das hat er wohl getan. Deswegen gibt es auch gleich einen Fireball, der breakt. So, und mit Tressa hingegen können wir nämlich dann sehen, dass wir unseren netten Bogen benutzen, um mal ein bisschen Damage zu machen. Und nochmal drauf und weg ist der Gegner. Und Cyrus ist gelevelt, sehr schön. Das genieße ich gerade, also sehr gut. Ich gucke nochmal zurück, weil ich irgendwie der Meinung bin, vielleicht kriegt man ja doch noch irgendwie hier ein bisschen was durch. Irgendwo führt das schon hin, so ist das nicht. Nur wo ist die Frage? Ein Skelett! Und wir sehen, er mag jetzt schon keine Stäbe, das nutzen wir gleich aus. Das ist natürlich eine nette Sache. So kann man sich ein bisschen die Arbeit sparen, herauszufinden, wo die Weaknesses liegen könnten.
Feuer leider nicht. Bögen sind ihm auch egal. Und aua. Wir probieren auch nochmal Wind. Ja, Wind ist tatsächlich ein Treffer gewesen. Und so doll, dass der gute Skeleton einfach gestorben ist. Oh, well. Ja. Wir nehmen diese Kiste in Empfang. Und da oben ist noch ein Traveler, bevor es wahrscheinlich zum Boss geht. Ich vermute mal, dass der Boss um einiges jetzt einfacher werden wird, einfach aufgrund dessen, dass wir jetzt zwei Party-Member haben. Breaken. Das auf jeden Fall. Fireball. So, wir hauen mal ordentlich ein bisschen Bogenschüsse raus und besiegen damit auch unseren Gegner schon. Ja, wir sind einfach schon, also durch Tressa haben wir schon jemanden dabei, der einfach wirklich gut Schaden macht. Und das ist natürlich super. Ich lasse mal die Kisten jetzt bewusst ein bisschen aus. Ich werde mich gleich drum kümmern. Und, ah, Light. Ha, wer hätte es gedacht. Ich nutze mal das ein bisschen aus. Und breake ihn so. Und jetzt kann ich nämlich die Sachen benutzen, um einfach ein bisschen so den Damage zu machen. Und noch mehr Items, oder nicht, beziehungsweise noch mehr Level. Was hat er zu sagen? Just say the word. Ah, er bietet uns Sachen an, aber ich kann auch nochmal gucken. Ich kann ihn nicht tatsächlich behandeln, wie den letzten Typen, der unten vorm Boss stand, auch. So. Hier geht's nochmal runter und wir schnappen uns nochmal diese Kiste. Light Soulstone. Damit kann ich Light Damage machen und siehe da, da hinten ist ein geheimes, oder was heißt geheimes, es ist ein Labor. Hier unten im Untergrund. Warum auch immer. Dies sieht nach einem Kollegen von Cyrus aus, das ist Russell. Wie wir in der letzten Episode gelernt haben. What? Oh nein, Professor Albright? Ja. Excuse me. Ja. Witty. A moment of your time. Oh, oh. Das ist doch verdächtig. Mächtig verdächtig. Ja, jetzt kommt. The truth is. Oh oh. Verraten. Netter Bluff von Cyrus. Ja, nein, weiß er natürlich nicht. Ist das so? Ja, und das wird er wahrscheinlich nicht tun. Ei. Oh oh, Kampfstance. Es geht wohl. Ja, da ist er. Der Bosskampf. Okay, wir haben zwei Äxte und das ist Dagger.
bei dem Boss. Ich glaube, es wäre eine schlaue Idee, erstmal die Water Wisps auszuschalten. Und sie sind weak gegen Spears, was mich beruhigt. Scholar Skills. Und wir probieren mal Feuer. Und jawohl, Breaken. Wunderschön. Das ist gut für mich. Das bedeutet nämlich, ich kann relativ fix versuchen, gleich weiterzumachen. Vielleicht sogar ein bisschen aufzubrezeln, damit das auch schön viel Schaden macht. So. Und mit ihr genauso, dass wir sehen, dass wir den Bogen benutzen. Und zwar am besten auf diesem Water Wisp, damit er möglichst schnell rausgeht. Okay, das hat schon doll weh getan und wir kriegen eventuell noch einen ab, aber er kann sich selber noch heilen, würde ich sagen. Besonders, weil ich auch möchte, dass... sie hat leider keine Battle Points momentan, deswegen ich leider so arbeiten muss. Next turn, der Water muss zuerst ein Icicle auf Tressa. Sie stört sich nicht sonderlich daran, sie ist nämlich auch schon... Oh, Wildfire. Effekte gefallen mir auch von den Spells und so. Sehen schön aus. Ist wirklich schön einzusehen. So, was wir jetzt machen, ist das hier. Jetzt haben beide Wisps nur noch einen Shield Point. Und die treffe ich ja beide mit meinem wunderbaren Fireball. Und jetzt sind beide zeitgleich gebreakt. Und das kann ich natürlich schön ausnutzen mit Tressa. Ich werde allerdings mit ihr nur zwei Battle Points ausgeben, damit ich möglichst schnell gleich einen zumindest wieder raushauen kann. Und ich will versuchen, so viel Damage wie möglich auf alle zu machen. Ja, ein, das gefällt mir. Och nein. Ich ahne schon Schreckliches in einer gewissen Form und Weise. Ich habe leider Angst, dass Russell die Gegner einfach wieder heraufbeschwört. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob es der Fall sein wird. Ich werde erstmal den Wisp breaken. So, auch er kann Fireball casten. So, und wir gucken in der Zwischenzeit mal, was Russell von Trade Winds hält. Das würde mich nämlich interessieren. Ja, dagegen ist der weak. Ein Treffer haben wir schon mal. Ich probiere zeitgleich auch Icewind mal eben aus, in der Hoffnung zu gucken. Ja, auch Ice mag Russell nicht. Und da kommt unser Wisp wieder zu tragen. Wir setzen unseren... wir haben mit Tressa die Möglichkeit, den Wisp sofort zu breaken. Das gefällt mir. Und wir müssen unbedingt gucken, dass wir uns heilen. So, Cyrus ist wieder soweit okay. Cyrus kann weitermachen. Ich setze Icewind ein, um weiter auf den Schild von unserem Kollegen rumzuhacken hier. Ja, ich muss Tressa auch mal eben kurz heilen. Das geht leider nicht anders. Ja, der Wisp ist nervig. Der Wisp ist sehr, sehr nervig. Und das gefällt mir wieder nicht. Ich schalte mal eben den Water Wisp aus. Und er ist immer noch nicht raus. Ätzend. Und Cyrus geht so langsam auf dem Zahnfleisch, sag ich mal. Ich kann jetzt nur mal ein bisschen rumprobieren. Leider, schade eigentlich. Ich will probieren, ja, da ist zumindest eine Weakness nochmal drauf. Aua, das hat wehgetan. Icicle Storm von der blöden Wasserschleuder da hinten. Aber wir haben sie broken wieder. Und ich mach mal ein bisschen hier.
So, boom. Damit haben wir zumindest das schon mal erledigt. Jetzt ist Cyrus aber auch leider nicht mehr in der Lage zu casten. Ich kann natürlich ein bisschen SP wieder zurückgeben. Und jetzt geht das schon viel besser. Und sollte man auch machen. Ich probiere nochmal den Bogen. Mit Glück. Nope. Schade drum. Das bedeutet lediglich Trade Winds ist bei ihr fähig zu breaken. Aber jetzt hat sie es auch getan. Und der gute Cyrus. Den werde ich tatsächlich behalten, damit er gleich viermal attackieren kann, tatsächlich mit seinem Stab. Weil der Stab Weakness bringt. Das war jetzt eigentlich egal, was ich da gemacht habe, in einer gewissen Form und Weise. Ich will noch mal gucken, ob ich ein bisschen verdammt. Schade, das Geld wäre schön gewesen, aber man kann nicht alles haben. Ich caste noch mal einen Fireball, weil es auch egal ist, welchen Skill ich jetzt gerade caste. Solange er gebroken ist, hat er ja sowieso doppelten Schaden von allem. Oh, das war minder gut. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich kriege ihn in einem Zug runter. Das heißt, ich versuche Cyrus mal eben kurz hochzuheilen mit ihr. 1, 2, 3, 4. Allesamt auf sein Shield. Oh, und ich kann ihn aber direkt wegbreaken. Sehr schön. Und jetzt. Ich sammle mal eben mit Tresser. Ich würde ihn nämlich unheimlich gerne mal eben einmal abkaspern, sag ich mal, mit Geld. Ich würde gerne Geld von ihm holen. Ich werde nochmal einfach Trade Winds auf ihn casten. Und jetzt ist er wieder drin. Er haut uns allerdings nicht sonderlich doll. Und ich collecte 100%. Ich will, jawohl, Geld. Sehr viel Geld. Das lohnt sich richtig. Und, naja, zumindest so viel können wir ihm antun. Er wird Wildfire casten. Nun gut, das halten wir aus. Das ist nicht sonderlich schlimm. Ich setze nochmal Trade Winds oben drauf. Sein Shield ist gleich runter. Okay. Ich kann meine Scholar Skills nicht benutzen. Ich bin silenced in einer gewissen Form und Weise. Nee, dann nutzen wir einfach den einen, um ihn zu breaken. Probieren wir es mit einem Double Bow. Immerhin 200 Schaden ungefähr. Er ist immer noch ein bisschen down. Ja, wir attacken einfach mal weiter. So. Und wir kriegen nochmal Wildfire ab. Das tut weh. What to do? Sie kann nicht sonderlich viel schlaue Sachen machen. Deswegen heilen wir Cyrus. Mit einem Item. Und zeitgleich hauen wir auch nochmal ein bisschen auf den Gegner hier rum. Und versuchen, sein Shield möglichst schnell runter zu whitteln. Das ist gut. Die Incarnation wird niemals durchkommen, denn ich kann Trade Winds machen und meinen Gegner breaken. So viel zur Incarnation. Wir nutzen den neuen Zug und es wird mit Bögen auf ihm rumgefeuert. Es werden eisige Winde auf den Gegner gezaubert, was leider auch nicht sonderlich viel gebracht hat, aber es nützt also nicht. Tome Tempest. Ah, hier geht's nicht ganz so gut, aber es ist jetzt auch noch nicht so super schlimm. Ich würde mal sagen, es reicht tatsächlich, wenn ich mich ein bisschen reste. Außerdem kriege ich dadurch gar nicht so schlecht SP wieder.
Hingegen mit dem guten Cyrus werde ich einmal normal attacken. So, und was wir jetzt nämlich machen können, ist das hier. Was nicht schlecht ist. Und unser guter Cyrus breakt. Und jetzt kann ich mit Cyrus nichts Besonderes machen, außer Icewind oder sowas in der Art und Weise. Zack. Das macht halt bei ihm am meisten Schaden momentan. Ich glaube, Tressa sollte weiterhin einfach nur Damage machen durch Feuer. Wir machen nochmal Trade Wins, um den Schild ein bisschen... Ach, oder auch nicht. Wir besiegen einfach den Gegner. Und das gibt nochmal schön viel EP. Wir kriegen ganze zwei Level, also beziehungsweise jeder ein Level. Wunderbar, das freut uns. I swear, I never meant to. I just needed the money. Just so. Das hat er scheinbar nicht. It is not so. Ach, der gute Cyrus. Stets bedacht auf ja, das Knowledge der anderen auch. Quasi. Das, was man weitergeben könnte. Und damit haben wir es geschafft. Thank you. Well, I'll be. You actually did crack the case of the stolen book. Indeed. Oh ja. Ach was. Business Associates. Okay, und wir kaufen die Bücher zurück. Redouble Security of the Archives. What's this? It says there's another book still missing. Did that scoundrel of a scholar steal this one as well? Okay. Some 15 years now. Some 2 years back. I see. Stolen long before that. Yes. Right as always, Professor. Pray tell me more about From the Far Reaches of Hell. Ay ay ay. According to our records, it would seem to be a compendium of ancient rites and long-lost magics. If I'm not mistaken, it was the single oldest volume housed within our archives. Needless to say, it was a tremendous loss. Most intriguing. Yet another mystery, it would seem. Headmaster's assistant. Okay. Ja, das frage ich mich auch. I don't think so. Nein, da glaube ich nicht dran. Wir werden es allerdings sehen. Und ich habe schon wieder irgendwie Geld gespottet mit Tressa. Wundervoll. Okay. Aha, und jetzt können wir nämlich beides machen. Guck mal, Purchase und Scrutinize. Aber ich will mal gucken, ob ich irgendwas purchasen kann. Ach, das konnte ich vorher auch. Ich habe es nur gerade quasi wieder vergessen. So, wir schauen noch schnell, was der Headmaster von uns möchte. Ich
rieche nämlich leider, dass uns die Zeit so ein bisschen davonläuft. 8 Minuten haben wir noch. I've brought Professor Albright, as asked, sir. Good. Enter. Thank you, Lucia. Yes, Headmaster. What can I do for you? Something tells me he's not about to offer a commendation. Ich rieche Expelling in irgendeiner Form und Weise. Professor Albright, a most troubling report has reached my ears. A report, sir? An anonymous source claims that you have abused your prestigious position to enter into an illicit relationship with Her Highness the Princess. Ah. Oh. And you believe this report, sir? If it is untrue, then say so. It is unfounded, unsubstantiated, balderdash of the highest order. I would like to take your words at face value, Professor, but I fear the situation is not so simple. A rumor regarding the royal family, even an unsubstantiated one such as this, is sure to spread quickly. If we do not take swift action, Princess Mary's good name could be forever sullied. Oh, that is something that simply cannot be allowed to happen. Surely you understand. Oh gods. And so what do you intend to do with me, sir? It is not an easy decision to make. Dismissing you outright would be tantamount to an admission of guilt. If I may be so bold, Headmaster, what about a sabbatical? A sabbatical? Professor Albright is put on extended leave, while official accounts state that he's doing fieldwork in a distant land. What say you, Cyrus? This way, both the Academy's reputation and your own. My reputation? Do we have a problem, Professor? Of course we have. Not at all, Headmaster. On the contrary, this might prove the perfect opportunity. Opportunity? For what? As a matter of fact, there is a matter which has piqued my interest of late. I was just wondering when I might find the time to do a bit of research in the field. I think I will set forth on a journey. In search of an ancient tome that disappeared 15 years ago. Aha! Okay. So, if I am not permitted to share what I have learned with my peers and the public, there is little point in continuing my research here. That's right. Is that so? Do tell, Professor. What is it that you intend to investigate? As regards a certain tome. Now, if you will forgive me, I must begin packing for my journey. Good day to you, Headmaster. Yeah. An enigma as ever, that one. Yeah. Professor. Oh, Therese, what is it? I
I heard that you were leaving the academy. Then you heard true. Uh-oh. Professor, I'm so sorry. I see. So you were the source of the rumor. You knew? Not until just this moment, when you apologized. Sharp one. And yet, I cannot fathom your motive. Why would you tell such a terrible lie? You're always helping Her Highness, answering her every question. I just wanted you to pay more attention to me. And that's why you went to the headmaster. Yes, but I just wanted to get you in a little trouble. Not in much trouble. Oh god. I didn't think they would. I am so sorry, Professor. Can you ever forgive me? Worry not, my dear. It just so happens that I was looking for a good excuse to go on a journey. You were? For some time now, I've wanted to travel the realm and see what can be learned beyond these halls. I dare say the timing couldn't have been better. You see, there's a certain matter I simply can't wait to investigate. So fret not, my girl. If anything, you've done me a favor. Besides, I am not entirely without fault in the matter. Indeed, I have not been as attentive to you as I should. Had I realized your true intention sooner, I would not be in this position. Professor, whatever do you... If only I had realized how devoted you were to your studies, dear girl. Yeah, genau. Ja, deine Studies. Nimm es mit. Questions, and I was all too eager to answer them. In doing so, I may have given the impression that I favored her above you and others. This was not my intention, but I am at fault all the same. Yes, if only I had seen you for the ardent and devoted young scholar that you are. Delusion! Yep. Beste Reaktion. Professor. Perhaps you're not quite as sharp as I thought you were. Yes. Yes? Yes. Never mind. Yep. In diesem Fall vielleicht besser. In that case, I should be off. Pray do not shirk your studies, my girl. Ach, die Liebe. Yes, Professor. Will I ever see you again? Of course. I do not see why not. Provided we both still live. Das ist super. Perfekt. Und ich habe die 3-Stunden-Marke erreicht. Was bedeutet das für uns? Ich kann zumindest hier noch scrutinizen. Let's see now. After the great pestilence in the Riverlands, this apothecary decided to dedicate himself to the disease prevention and swift treatment. He now works together with the Royal Academy in Adlerstam to create both medicine and new forms of treatment.
And a new form of and new forms of the top. Guide with ease. Okay. Most intriguing. Okay. Ja. Let's see now. Smarter bartering information. Bring me with curiosity. This boy will go whatever necessary to sail in interest. Here it puts him in danger. Blah 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 blah. With rare and valuable items. Most intriguing, smarter bartering. You have a better. Ah! Das ist ja cool. Das heißt, die Sachen bedingen sich auch gegenseitig. Wenn ich jetzt scrutinize, kann ich also Tessas, Tressas Skill ein bisschen scheinbar verbessern. A hidden item. Available somewhere, wie vielleicht hier. Light Soulstone. Ich glaube, das sollte das auch sein. Aber cool, man kriegt so also auch Hidden Items, was sehr nett ist. Und dann haben wir noch ihn. Wir können ihn scrutinizen. Let's see now. In charge of defending the castle town. New weapons for sale. Cool. Aha. Now, I must find out all I can about from the far reaches of hell. My erstwhile colleague, Odette, knows more about arcane studies than anyone I know. Last I heard, she sojourned in Quarry Quest. I should begin my journey there. Interessant. Wer die Demo gespielt hat, die alte Demo, und Primrose Geschichte gesehen hat, würde sich vielleicht an so einen Typen erinnern. And so Cyrus left the Academy behind in search for of the Lost Tome. From the far reaches of hell, what dark secrets might its pages hold? Only the gods know. Ja, ich glaube nicht nur die Gods know das, vielleicht auch noch mehr. Okay. Es ist immer noch 3 Stunden. Und ich bin jetzt mal gespannt. Kommen wir zurück? Ja. Das ist kein Problem. Aha. Verdammt. Vielleicht hätte ich dort bleiben sollen. Naja, the 3 hours of playtime have passed, which brings us to the end of this demo. You can carry your save data over to the full game to pick up where you left off. 8 travelers, 8 stories to be told. Eieiei. Das klingt sehr schön. Once save your completed game, once saved, you will be unable to load this file in the demo version. No. Ich habe No gedrückt. Und was heißt das jetzt? Ich kann jetzt continuen von dem letzten Speicherpunkt, der quasi. Ah, okay. Also er hat das jetzt. Das war jetzt gerade ein Autosave. Und das ist der 3-Stunden-Autosave. Und ich hätte hier jetzt noch einen, wo ich noch die letzte halbe Stunde wieder arbeiten könnte. Puh, schade. Ich hätte noch gerne ein bisschen hier und da was geguckt oder rausgefunden. Aber naja, that's the name of the game. 3 Stunden waren's. Es waren auf jeden Fall schöne 3 Stunden. Dieses Spiel gefällt mir sehr gut. Und ich könnte mir vorstellen, also, nun gut, ich habe es schon vorbestellt und ich werde es auch bekommen. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht einen richtigen, kompletten Run daraus zu machen. Also, das Spiel als Let's Play so zu spielen.
es bietet scheinbar eine Menge. Also wirklich eine Menge. Wir haben gerade zwei Stories gesehen. Es hat die vollen 3 Stunden mir weggenommen von dieser Demo. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen weiter an dieser Demo spielen und noch weitere Sachen herausfinden über das Spiel. Aber ich denke, es liegt an euch auch nochmal zu gucken. Entweder hier auf dem VG Mob Channel. Es könnte sein, dass ich es halt wirklich als Let's Play weiterführe, wenn ich die Vollversion habe. Oder besorgt es euch selber. Die Demo ist auf jeden Fall ein spaßiges Ding gewesen. Ich würde von dem, was ich hier gespielt habe, eine eindeutige Kaufempfehlung geben, beziehungsweise, was heißt Kaufempfehlung, aber ich würde auf jeden Fall reingucken. Also ich halte es für ein unheimlich tolles Spiel bisher und glaube, das könnte eins, es hat momentan das Potenzial für mich, eins meiner Lieblings-RPGs vielleicht zu werden, wer weiß. Also alleine die Möglichkeiten, diese 8 Pfade alle einzeln zu spielen und die Art und Weise, wie diese sich aber am Ende verbinden werden. Also man sieht, die Charaktere haben einzelne Paths wirklich, denen sie folgen können, storytechnisch. Man kann sie aber gemeinsam mit den anderen Party-Members quasi erleben. Man hat die Möglichkeit zu fast-traveln. Es sieht nach einer unheimlich offenen Welt aus, die man erforschen kann. Ich kriege einen gewissen, ja, fast schon Skyrim-Vibe davon. Allerdings mit 8 Charakteren, die ich alle auf einmal spiele vielleicht und dann bei jedem der Geschichte folge. Ich kann nicht sagen, was das Spiel natürlich noch bereithält. Es ist unheimlich wenig Zeit tatsächlich, diese 3 Stunden, um irgendetwas hier rauszukriegen. Aber das Spiel hat, glaube ich, ein unheimlich großes Potenzial. Es hat eine wunderschöne Grafik und einen schönen Artstyle, der sehr gut einhergeht mit dem Overall Feeling, also die Atmosphäre gefällt mir sehr gut. Die Musik ist ein Genuss, also schön zu hören, passt sich gut dem ganzen Rest quasi an. Ich habe jetzt 2 Geschichten hier erlebt, beide waren eigentlich relativ spannend. Tressors Geschichte hat mir gut gefallen, Cyrus Geschichte hat mir auch gut gefallen, Cyrus Mechanik hat mir total witzig oder sehr gut gefallen, also so ein bisschen dieses ja, Rätsel, nicht, sondern Detektivarbeit. So ein bisschen Sherlock. Finde ich cool. Also macht Spaß. Nichts, was man nicht schon vielleicht in anderen Spielen gesehen hätte. Das muss man auch dazu sagen. Aber ein schöner Aufguss von vielen Retro-Elementen aus alten, schon bekannten Rollenspielen auch. Und zeitgleich ein guter Mix von ein paar neuen Ideen, besonders bezüglich des Artstyles und der Erzählart und Weise, wie hier vorgegangen wird. Einiges, was man hier finden kann, das ist so mein Fazit. Von daher kann ich euch nur einladen, guckt es euch selber an, guckt es vielleicht hier auf dem VG Mob Channel, wenn ich mich dazu entscheide, ein wirkliches, volles Let's Play davon zu machen. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Diese kleine Serie ist damit schon beendet. Alles, was mir bleibt zu sagen ist, schaut gerne weiter vorbei auf diesem Channel. Guckt euch weitere Videos von mir oder auch von Max oder Tassilo an. Oder von uns dreien gemeinsam oder in irgendeiner x-beliebigen Kombination. Es kommt noch weiterer Content. Ihr dürft gespannt sein. Wir legen gerade erst los. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ja, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf dem VG Mob Channel. Habt eine gute Zeit. Bis denn!